Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Barfuchs und Helzig Torben Wallheim. Hi, hi. Ich habe mich gerade töten lassen, wisst ihr nicht, wie ich bin? Wir sind irgendwie auf der Suche nach neuen Ebenen. Was denn das Wort ist? So. Nicht sterben, nicht sterben, ich bin gleich da. Essen. Boah, das ist anziehen, was so lange dauert. Komm mal. Ich komm zu mir, komm zu mir. Komm in meine Richtung. Ich hab doch den Buff. Da mal. Also. Fuck doch. Das gibt's gar nicht. So. Genau. Der Lümmel hatte mich nämlich gerade umgebracht, als ich vom Schiff gesprungen bin. Damit das gute Stück zum Stehen kommt. Weil wir hier wieder ein Dörfchen gefunden haben. Und wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem Boss. Beziehungsweise erstmal nach dem Wegweiser für den Boss. Ja, das meine ich ja damit. Wobei ich nicht die geringste Ahnung habe, ob das wirklich in den Dörfern überhaupt zu finden ist. So, wir machen wieder wie vorher, ne? Bogen schießen, à la carte und dann... Wer wäre schon wieder? Achtung! Oh, totes Kilo, ich habe ihn gesehen. Gerade so im Augenwinkel. Wie, wo ist der totes Kito jetzt? Er kommt. Ja. Vorsicht, mehr Goblins. Wir sind Kobolde, keine Goblins. Ja. Die erinnern mich halt an Goblin. Ja. Tut mir leid. Denk dran, du hast Ausdauermet, sofern du es nicht in die Kiste gepackt hast. Nee, hab ich nicht. Aber es ging noch. Problem bei solchen Sachen ist, man spart immer an der falschen Stelle. Jupp. Du auch? Ist auch gespart? Jupp. Ja, es sind doch sehr, sehr viele jetzt mit einmal. Problem ist, ich kann jetzt nicht rückwärts gehen, gleichzeitig und gleichzeitig 8 drücken. Kannst du bitte mal bei mir einmal die 8 drücken? Danke. Boah, dann nimmt der ein Schild runter. Wie arschig ist das denn? Oh ja, klar. Noch 2 Todeskilos dazu. Habt ihr es denn nicht? Sind wir mal langsam genug hier. Erstmal gucken, ob ich, dass ich an meine Sachen komme. Ah. Boah, da ist ja noch ein Einer bei auch noch. Ich? Ja, ja, ich. Hab ich gar nicht gesehen. Ist das anstrengend hier? Mach doch die armen Büsche nicht kaputt. Kobold. Lappen. Na komm, schlag zu und dann. Ich. Ja, und dann. Aua, ich kann jetzt in einer Minute wieder den Trank nehmen. Das ist schlecht. Da hat man mal jede Menge Ausdauer. Ah! Ja, na danke. Hör doch mal auf damit. Ich beeil mich. Na, du doch nicht. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Oh nein, 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 nein. Was ist denn? Das hört sich nicht gut an, wenn du nein, 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 nein sagst. Ja, ich wollte jetzt nicht wieder irgendeinen Mist aufnehmen und am Ende ist mein Grabstein nicht. Ja, aber ich bin weit weg von deinem Grabstein, also. Da dürfte auch keiner mehr kommen. Also bei der Masse, die jetzt da war. Problem ist, ich kann halt den Heiltrank nicht nehmen, ohne den Schild zu senken dabei. Oh nein, nicht von hinten, totes Kito, was soll denn das? Bin das nicht normal. Dann war wieder ein bisschen live und dann sowas. Bist du? Mit dem Haus gut, oder? Ein Kobold? Ja. Hast du noch einen? Hast du noch einen gefunden? Ja. Ich hatte gehofft, ich habe so gut wie alle bei mir. Offensichtlich. Ich sehe dich. Ach verdammt, der hätte noch sitzen müssen. Dann wäre der jetzt da hinten. Ja, komm, hau zu. Ah, jetzt hat er mich doch noch erwischt. Da fliegst. In der letzten Sekunde. Und hau ihn um. Rech mich. Danke. Bitte. Sehr nett von du. Ja, ne? Bisschen spät, aber sehr nett. War Spaß.
Sei doch froh, dass wir überhaupt da sind. Oh ja, genau. Sei doch froh, dass ich überhaupt gekommen bin. Ja? Du bist gemein. Nee. So was würde ich zu dir nie sagen. Doch. Gar nicht. Doch. Wann habe ich das jemals gesagt? Oh, das denkst du dir wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich irgendeinen Mist baue. Hey, denken und sagen sind zwei völlig andere Sachen. Ah, natürlich. Na? Hörst du auf? Was denn? Ich bin das ja gar nicht. Das sind die. Ach so, ja. Sorry. Ich wurde gerade angemotzt, dass ich nicht immer alle Bäume umhauen soll. Ich bin das ja gar nicht. Das sind die Kobolde. Sowas machen. Das war eigentlich nicht meine Aussage, warum du aufhören solltest. Ja, was denn dann? Mich vorhin anmerken, wir achten nicht auf den Chat während des Let's Plays und dann. Das war jetzt ein Versehen, weil ich gerade im Wiederbeleben war. Aber ja, du hast recht. Schämen sollte ich mich. Ja? In die Ecke gehen sollte ich. Ja. Alles klar, ich geh schon mal los. So, dann lass uns mal gucken, wie viele Kobolde da noch sind. Oh, Moldebär. Ja, du willst den ganzen Schrott, den die hier jetzt haben, fallen lassen, nicht aufheben? Haben sie Schrott fallen lassen? Hast du schon aufgehoben? Ich bin dabei. Dann siehst du, warum soll ich es dann machen? Vielleicht auch, wenn einer von uns beiden der Schrott-Sammler ist. Mein Gott. Moltebären zu rechten, nur so by the way. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken. Ich will jetzt erstmal ein bisschen Ordnung hier reinbringen in den ganzen Laden. Ach. Wow, sind das viele Kisten. Da oben steht einer drauf. Oh, ja, ich höre schon wieder was lachen. Ich will erstmal Ordnung bringen in den ganzen Laden. Und was macht er dann? Was denn? Ich krieg erstmal weiter pullen. Ich habe doch gar nichts gepullt. Die lachen immer auch, wenn ich sie nicht pulle. Blöd ist, dass man den Live-Pool auf die Entfernung nicht so richtig sieht. Bleib stehen. Oh, immer wenn der Pfeil fliegt. Aber jetzt. Oder auch nicht. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Ich habe gerade über seine. Das ist ein Zweier Kobold. Ja, da oben drauf? Ja. Ah, das erklärt einiges. Okay. Zumindest, warum er so lange steht. Warum sie den da oben draufgepackt haben, ist mir auch unklar. Was der zu lachen hat, weiß ich auch nicht. Jetzt falsch oben. Das Gift müsste doch langsam erreichen. Also. So. Tuff. Gehen wir mal am besten außen rum. Jetzt mal gucken, was da noch. Aber es scheint echt. Wir scheinen wirklich mal abgesehen von. Da. Ah. Ah, da ist noch einer drauf. Auf dem Turm. Wie blöd ist das denn? Okay. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Du bist nicht allein. Ich hab schon wieder einer dabei. Zwei sind tot. Ja, das ist schön. Wenn die zu zweit kommen, nervt am meisten, dass sie immer die Schlagfrequenz des anderen anpassen. Schauen wir genau dann zu, wenn man selbst zu hauen könnte. Nein, lass mich in Ruhe. Ach du Ratte. Ja, die hauen echt zu, ne? Komischerweise gerade die mit dem Knüppel. Aber jetzt haben wir wenigstens die Heiltränke schon mal ordentlich einsetzen können. So, da oben auf dem Turm ist der immer noch drauf und lacht sich eins. Voll ins Bild gelaufen, danke. Jetzt noch runtergeplumpst, na toll. Wo ist denn hin? Da. Okay. Dann eben so. Da kommen noch welche. Okay, das ist ein normaler. Das haben wir da auch einen normalen. Und das ist auch ein normaler. Ach, ein Glück. Hätte ich mal ein paar normale. Normalos! Einer mit Fackel! Nicht alle zünden. Aber da kommt noch einer nach. Da sind noch ein paar nachgekommen. Ich seh's. Noch ein. Oh. Paar viele. Jo, super. Na Jungs, alles klar bei euch? Bei mir schon ab nicht. Geht's. Könnt ihr ihm weiter zugucken? Um hierher wieder. Hat er darüber Gedanken zu machen, wer mir zuguckt.
Ich beeile mich, wobei ich müsste erstmal eigentlich. Ich beeile mich, wobei. Eigentlich können wir fast ins Verhör gehen schnell. Nee. Ich muss die Taverne, ich muss mir was zu essen holen. Nein, musst du nicht. Die Gruppe sind alle bei mir. Ich muss trotzdem was zu essen holen. Ich habe nur noch zwei. Ich habe dich, bevor wir losgefahren sind, gefragt: Hast du genug zu essen bei? Ja, ich habe ja nicht damit gerechnet. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich so oft sterbe. Jetzt sterbe ich wegen dir. Ist so auch so. Sag's ruhig. Die Frau hat null Planung. Nein, ich habe jetzt auch gemacht, weil ich dich vorher gefragt habe und du trotzdem nicht genug Essen bei hast. Null Planung hat die Frau. Das hast du gesagt. Die kann man so aus dem Haus gehen. Ohne sich ordentlich vorzubereiten. Ja. Genau das sind deine Worte, die du dir gerade denkst. Ja, recht hat er. So. Falsche Seite. Ich wollte gerade sagen, nicht durch die Pfanne. Das ist immer ganz uncool. Das ist ja mir vorhin beinahe passiert. Das ist ja bestimmt lustig gewesen. Das durch die Dings zu. Ja, gerade am Leben wieder aus dem Bett aussteigen, weißt du? Und dann zack, durch die Pfanne. Klar. Und gleich wieder verbrennen. Natürlich. Und direkt sterben wegen an der Verbrennung, ne? Ja, genau. So. Was essen? Ich habe nämlich Essen bei. Ich hab nicht dabei. Nein! Ach, ein Glück, ich werde den Buff. Schön! Verfluchter Todes Kito. Schön! So, das hast du davon. Wenigstens einer von uns. Na, wir sehen das. Guck dir an, so macht man das mit dem Bogen. Boah, Angeber! Ja, komm, der war echt nicht schlecht, der Schuss. Aber Zufall. Man lädt ja also rum, nicht am Material. Ich habe ja meinen Buff noch, aber nur 11 Sekunden leider. Wo sind sie denn? Da hinten. Warum habe ich mit dem Hammer? Hammer! Na, was ist denn los mit dir? Lass mich doch mal. Macht grad Spaß. Hatcher. Und wieder einer tot. Ich bin hier voll mittendrin. Ja, natürlich. Ja, ist ja dein Problem. Was machst du so einen Unsinn? Kein Unsinn. Doch, ist es. Erst recht, wenn. Es rechnet mit der Bogenschütze hinter dir, dein kleiner Elf. Elf. Alles weggebrutzelt. Also geht auch, Pfarrer, geht auf. Macht auch Spaß. Jetzt wissen wir hier, aber jetzt sind wir auch an der Hammerhand. Das dauert ja sonst so lange bei dir. Also dir gehe ich doch auf den Keks im Ausdauertrank, aber nimm selbst keinen. Ich bin auch eine Marke. Jetzt ey. Bei zwei, die fast tot sind. Halt den Mund. Da kommen ja noch ein paar. Echt? Wo? Wo denn? Ja, aus dem Dorf, die Nase. Wo? Oder im Dorf. Ich sehe keinen einzigen. Ernsthaft? Siehst du nur einen? Ja, natürlich. Da ist auf jeden Fall noch ein Schamane vorhanden. Ich sehe keinen gerade. Siehst du gerade jetzt einen? Ich habe gerade eben eine leuchtende blaue Kugel gesehen, ja. Echt? Ja. Eine leuchtende blaue Kugel? Angra Kobold. Da ist er, der Schamane. Schamane. Ach, jetzt bleibt er aus hier in den falschen Moment stehen. Nein, das ist hier. Was für eine normale? Pass auf die Feuerkugel vom Schamane, Lauri. Ich wollte es gerade noch sagen. Ich will eigentlich einen kleinen Kobold da haben. Ja, nimm ihn dir. Ich kümmere mich dabei mit dem Schamanen, glaube ich. So, das war der Schamane. War es noch einer hier? War ein Schamane im ganzen Dorf? Oder traurig ist doch nur ein Schamane hier oben. Schrecklich, ne? Ja. Ach, rutsch mir doch den Buckel runter, Mann. Ja, das hat er ja eigentlich getan, wenn man es genau nimmt. Er hat doch das Ende des Buckels erreicht. Irgendwann. Irgendwann. So nah dran. Irgendwann. Außen zurück. Ich hab ihn für dich getötet. Schön. Soll ich Danke. Das Portal holen und direkt ins Dorf stellen? Dann ist es nicht mal so weit. Sorry. Ich kann von hier aus das Schiff sehen. Was sagt man dazu? Schön. Aber ich sehe leider immer noch keine Tafel. Verflixt und zugenäht. Jetzt muss ich. Ich könnte wetten, die finden wir irgendwo random. Ja, wahrscheinlich irgendwo mitten, weiß ich nicht, mitten in der Ebene oder so.
völlig unabhängig von irgendeinem Dorf oder sowas. Geht die wahrscheinlich um. Oder irgendein Hübi hier muss die droppen. Die Wegbeschreibung. Klar, seit wann? Vielleicht wäre es ja vielleicht was Neues. Vielleicht haben Kobolde da einfach ein bisschen mehr drauf als alle anderen. Ach, du stehst da oben auf dem Turm. Du Vogel, ey. Willst du mich gerade abschießen oder was? Wie denn? Da bist du. Oder? Was hast du jetzt hingezielt? Auf deinen Stein. Ah, danke. Ja, nichts mehr los hier. Von hier oben, ich wollte eigentlich mal gucken, ob man von hier oben sie mehr sieht, aber im Dorf sehe ich trotzdem keins. Ah, wieder nix. Wieder nix. Nicht zu schwer. Ich habe den Gürtel nicht an. Warum habe ich den Gürtel nicht an? Weil du bist. Weil ich auch ohne Gürtel kann. Oh. Hast du die Chest schon überall leer gemacht? Ich weiß nicht, du bist besser darin, Chests zu finden und Wert zu machen. Ich glaube, ich habe nur zwei leer gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ja, hier gibt es noch welche. Einige. So, jetzt alle Chests leer, glaube ich. Nee, da steht noch eine. Aber die ist aber schon leer. Da hast du schon da. Ach ja. Du Ratte. Das Kobold-Totem kann man nicht zufällig auseinandernehmen und nachlesen, wo der Boss ist oder so. Nee. Ich bleib hier gleich auf der Ebene, obwohl, warte mal, ich pack mal die Sachen ins Schiff rein. Wenn wir schon mal im Schiff unterwegs sind und Eisen finden, können wir es auch gleich einpacken, oder? Ja. Ja. Ah, jetzt mal Ausdauer machen. Würde ich ertrinken auf dem Weg zum Schiff, auch wenn es nur 10 Meter sind. Mich würde immer noch interessieren, wie endlich die, was war das? Lox-Pastete? Wann wir die herstellen können. Ja, vermutlich, wenn wir irgendwas hergestellt, ein Brot oder so hergestellt haben oder sowas. Das kann sein. Keine Ahnung. Oder man muss Lox einmal braten. Wir haben ja Lox Fleisch da. Wir haben es aber noch nicht einmal gebraten. Das ist auch wahr. Das könnten wir natürlich auch mal probieren. Nee, warte mal, das nehme ich mal mit. Falls ich mal irgendwo ein Feuer machen will. So, fährst du weiter mit dem Schiff? Was jetzt? Wann jetzt? Warum siehst du so angeschlagen aus? Ich bin ein Held. Ja, genau. Warum? Was hast du denn ins Wasser geschmissen? Gerste und Gold? Ja, okay, das ist nicht so schlimm. Ich dachte schon, was wichtig ist. Ich wollte gerade sagen. Ich habe nur gesehen, dass du im Wasser oben paddelst. Da war mir klar, irgendwas ist passiert. Wo willst du jetzt hin? Ich erstens mal hole ich den restlichen Loot, der hier noch rumliegt, und dann will ich hier gleich an Land bleiben. Dann kannst du mit dem Schiff nicht mehr fahren. Die 32 Kobolde, die hier gerade zu mir kommen, mache ich alleine. Überhaupt kein Thema. Die Lappen, die. Du bist so eine Blitzpiepe, ey. Hey, ich dafür, dass die jetzt auf einmal hier rumflitzen. Die 32 Kobolde mache ich alleine. Ich bin schon groß. Im Gegensatz zu dir kann ich das. Das habe ich nie behauptet. Na, aber auch nicht abgestritten. Warum soll ich auch? Das wäre ja richtig. Ich habe ja nur gesagt, ich habe es nie behauptet. Aber schön, dass du es einsiehst. Pass auf, der eine steht direkt hinter uns. Der wirkt von hinten her. Welcher? Ja, der von hinten wirkt. Es sind nur noch drei. Ja, eben. Das sind die zwei, die bei mir sind. Nee, mir. Ich habe zwei. Und bin tot, deswegen. Ich habe zwei, aber ist egal. Ich hatte auch zwei, du Nase. Ja, eben. Dann stimmt aber deine Rechnung nicht. Von wegen, es sind nur noch, drei. Oh, jetzt gehen sie aufs Portal los. Echt jetzt? Verdammte Lappen. Jetzt sind es nur noch drei. Schön. Ja, hab ich gemacht. Bombenmäßig. Finde ich auch. 1A, klasse. Ja. Kriege ich gerade zu viel. Holen Plätze? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Weil du die 32 Kobolde ja nicht alleine auf die Reihe kriegst. Wieso? Ich lebe doch noch. Ich lebe doch noch. Ich habe auch das größere Schild als du. Das ist auch wahr. Ich kann bald mit mir selbst reden. Weil ich alle deine Sprüche kenne. Ja. Ja, nur kannst du sie nicht so gut rüberbringen wie ich. Oh, jetzt ist nur noch einer übrig. Was sagt man dazu? Oh, back dir einen Keks, ey, bitte. Nein, mach ich nicht. Schade. Ich hab grad keine Zeit, muss mit Kobold kämpfen. Oh, ich hab die Schnauze voll hier. Töte ich. Warum denn? Ach, nur so.
mach doch gar nichts. Ja, ja. Wir sind Spaß auf Koboldkosten. Ja, ja. Und auf meine Kosten. Damit hätte ich die Kobolde tatsächlich alleine gemacht. Denn ich glaube, die zwei Schläge, die du austeilen konntest, zählen nicht wirklich. Hier, guck mal, hier sind Moltebeeren. Sammel die. Gut, mal. Dass ich mich an meinem Piercing nicht verschlucken kann. Sammel mal die Moltebeeren. Das ist eine Beschäftigung, die ist. Wo ist unser Schiff? Ich dachte, das bringst du mit. Bist du denn? Ich wollte an Land weitergehen. Also, ich wollte jetzt hier an Land weitergehen, wollte dann aber zum Schiff kommen. Nein, nein, das ist alles gut. Lass mal das Schiff da stehen, wo es steht. Das passt schon. Oh, bitte weniger Ironie in diesem Satz. Nein, ich mein's ernst. Ja, hast du dir wenigstens markiert, wo das Schiff ist? Machst du eigentlich auch irgendwas? Außer Sterben? Ich war beschäftigt mit Kobold töten. Wann soll ich denn da eine Markierung setzen? Gut, dass es ein Metallstab ist. Das wird eine sehr kurze Nacht für mich. Gut, dass das ein Metallstab ist. Dass ich darauf einfach drauf rumbeißen kann. In der Nachricht ist. Du meinst ein Piercing? Mhm. Ein Piercing? Da musst du drauf rumbeißen. Mhm. Piercing? Wechsel bitte mal dein Piercing wieder rein. Das ist ja fast so, als ob man jemand seinen Intimschmuck zeigt. Hä? Wir sitzen da oben. Was ist das? Tag 480. Wir sind gerettet. Doch schon, ja. Wow, jetzt habe ich mich gerade. Guck dir das mal an. Na. Wie kleine Außerirdische mit ihren leuchtenden Augen. Das wäre gut gewesen. Ziemlich dicke kleine Außerirdische, aber trotzdem. Jetzt nimmt Schiff weiter, dann muss das Portal auch abbauen. Boah! Ja, nein. Wir laufen zum Portal oder was? Das ist eine ziemlich ewige Ebene hier oben. Also hier ist eine was? Ewige Ebene. Hier ist noch mehr Ebene. An der Ebene ist noch mehr Ebene dran. Also auf der Rückseite von der Ebene ist noch mal Ebene. Könnte man sagen. Habe ich eben gesehen. Mitten in der Ebene. Schön. Nicht wahr? Spitze. Ja, bin ich auch. Klasse, Schatz. Ich finde das auch schön. Ja, schön. Da ist ein Dorf. Da ist ein Dorf. Wenn ich es jetzt. Nee, es ist das Dorf, das wir schon gemacht haben. Auch im Kreis, auch gut. Aber trotzdem ist hier noch eine Menge Ebene an der Ebene dran. Ich fahre jetzt aber nicht wegen dir rückwärts. Aber ich laufe jetzt in die andere Richtung, das weißt du, ne? Ja, du läufst Kobolden vor allem voll in die Arme. Also erstens mal, es ist nur ein Kobold. Noch. Zweitens mal bin ich ihm nicht in den Arm gelaufen. Er hat mich gesehen und wollte mich begrüßen. Natürlich. Hast du so gedacht, du? Muss ich ja doch rückwärts fahren wegen dir. Nee, der hat ein Schild, das ist unfair. Er hat ein Schild, das ist unfair. Ja, der hat Schild und Stern. Ich habe keinen Stern. Ich mach's anders. Regelpiet. Dreh das Schiff einfach. Jetzt von hinten oder was? Nee. Doch, von hinten. Nein, doch nicht. Der hat doch jetzt mal gesetzt. Nein! Doch! Er hat mich einmal getroffen. Er hat zweimal getroffen. Wenn er mich dreimal trifft, soll mich der Teufel holen. Der trifft dich auch nochmal, glaub mir. Ja, ich weiß, der sitzt ja auch direkt neben mir. Den habe ich geblockt. Das zählt nicht. Jetzt rennt er weg. Könnte natürlich einen Eintrag nehmen, aber. Für was? Eben, das ist nur ein Kobold mit einem Stern und einem Schild. Naja, ist aber total easy peasy. Eigentlich schon. Wenn man sich da nicht verhaut. Verhauen. Eine sehr verhauene Situation gerade. Könntest du mal aufhören, um mich rumzulaufen, Kobold? Hau doch mal zu. Der weiß auch nicht, was er will. Ich glaube, ich bleibe einfach stehen. So, jetzt. Daneben gehauen. Edge, schon wieder daneben gehauen. Ja. Und nochmal. Jetzt aber ich. Komm, ich doch. Ey, du durftest auch dreimal. Jetzt bin ich dran. Also. Au, au, au. Wie au, au, au. Doppelkobold hält besser. Echt? Ein Kobold und ein totes Kito? Zwei Kobolde. Echt? Ist alle mit dem Stern dabei? Nein. Dann zählt's nicht. Doch, gib dir mal Mühe, jetzt erschaffst du. Nicht immer den Schild hochnehmen, wenn die zum Schlag ansetzen. Drei Kobolde, da hinten ist noch einer. Ach, du bist an dem Ding dran. Ach, du Bühnenleune. Ah, warte, ich komme so schnell ich kann. Komm so schnell ich kann. Überlebe, lauf einfach rückwärts. Lauf rückwärts in meine Richtung, wenn es geht. Oder? So, ist nur noch der eine. Okay. Oben auf dem Ding. Dann schieß ihn ab. Super. Jetzt kommt mir ein Todeskito entgegen. Und dann hast du dich nicht mal eingeblendet, wenn du so ein
Paradebeispiel von Kampf ablieferst. Jetzt. Kann ich immer noch. Jetzt, wo du noch einen Bogen schießt. Was ist denn das für einer da oben drauf? Keine Ahnung. Triffst du ihn nicht? Nee, im Moment nicht, aber es ist ein einer, also ein normaler. Ah. Die bewegen sich auch immer genau in dem Moment, wo die Pfeile kommen, ne? Ja. Oh, jetzt haben wir ihn trotzdem. Fuck. Schrecklich, dieses Vieh. Beide da, so schön an der Mauer stecken. Super, ne? Ja. So, ich pack gleich wieder das Erz drauf. Wenn ich schon mal hier bin. Aber hast du gesehen, ist dir was aufgefallen? Hä? Du brauchtest Hilfe und ich bin sofort gekommen. Boah! Ich beiß dich heute noch. Ich schwör's dir, du schläfst auf der Couch. Das ist schon keine Drohung mehr. Nee, ist ja noch eine... Das geht eher in Richtung Wohltat. Natürlich. Los, komm, wir gehen wieder hoch. Darf ich meine Taschen erstmal leeren? Das ist anstrengend. Moin. Die Sachen für das Portal? Erstmal ins Schiff? Ja, erstmal ins Schiff. Gut. Wenn wir jetzt sterben, sterben wir. Nein, bauen sie da vorne hin. Sarkasmus ist echt nicht dagegen. Nee. Gut. Heute nicht. Gut zu wissen. Das ist wirklich ein großes Stück Ebene. Das wäre schön, wenn hier mal ein richtiges Dorf kommen würde. So ein richtiges... Mit so ein paar Dutzend Berserkern oder so. Upsam. Da kommt schon wieder Berge. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Ja, ich will mir die Ebene erkunden. Ja, wenn ich das Portal jetzt aber hier hinstelle, ist das Schwachsinn. Nee, nee, du musst es ja nicht unbedingt da hinstellen. Doch. Also irgendwo hinstellen wäre schon schön, weil wenn wir hier sterben, wäre es gut, wenn wir auch wieder herkommen. Hier ist ein Dorf hier oben, auf dem Berg. Oh, ein großes Dorf. Sieht aus wie ein großes Dorf, oder? Da fällst du wenigstens direkt runter. Doch nicht. Schade. Ist auch nur ein kleiner Schuppen. Eigentlich müsste ich jetzt hier stehen bleiben und dich da alleine machen lassen. Ja, ist in Ordnung. Warte, mache ich noch genug Pfeile bei? Ja, habe ich noch. Das passt schon. Der ist hier hinten in Timbuktu, am Popo der Welt. Timbuktu ist in Afrika, hier oben ist kalt. Wow, warte, weil wir Geschichtsunterricht die Woche hatten. Ja, ich merke mir sowas. So, der erste ist tot und du bist noch nicht mehr in der Nähe. Ist ja toll. Ja. Ja, ich mag es, sie damit aufzuziehen. Nein, ich liebe es, kann man sagen. Boah, ich dich wieder anmecke, markiere ich mir das Portal. Das ist eine Weil gute du Idee. Hast du hast sie wahrscheinlich nicht markiert, wo das Schiff ist. Nö, habe ich nicht. Warum auch? Eben. Ich mache das ja schon. Eben. Was ich nicht verstehe, ist, du beantwortest die Frage mal alles. Ja. Spaß dir. Eigentlich hätte ich jetzt gerade nach Hause gehen können und meinen Hammer reparieren können. Ah. Bring mal das Portal mit ein bisschen höher hier. Nein, war Spaß. Nö. War ein Spaß, ganz ruhig. Wenn Spaß. Du es in deiner Nähe haben willst, dann hol ich dir selbst. War ein Spaß. Das reicht mir völlig aus, wenn du in meiner Nähe bist. Oh, jetzt aber wieder. Ja, einer muss ja die Kobolde ablenken, während sie getötet werden. Ich hoffe, die Couch ist bequem die Nacht. Wir werden sehen. Sag doch, du bist so eine Flitzpiepe, ey. Ich sehe dich vor allem da oben schon rennen. Rennen? Ja, rennen. Renn ja nicht. Ja, schade eigentlich. Ganz gemütlich. Was suchen die eigentlich im Schnee? Ich ziehe sie hier hoch. Warum? Weil es hier schön kalt ist. Da sind sie langsamer. Nicht wirklich. Psst, kann ich alles verraten. Ich hätte zu gern gewusst, ob die Leute es ausprobieren. Na, so fies sind wir zu unseren Zuschauern nun auch nicht. Ach ja. Nein, es wird diesmal kein Monolith auseinandergebaut. Es ist wieder ein großes Haus. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Vorsichtig. Hast du zugehört? Ja, hab ich. Was habe ich gesagt? Es wird kein Monolith auseinandergebaut. So viel sind wir nicht zu unseren Zuschauern. Hast du gesagt, willst du noch mal was wissen? Schön. Willst du noch wissen, was du vorgestern gesagt hast, weil du selber vergessen hast, oder was? Mann, muss hier töten. Wow, One-Shot? Ja, ich bin One-Shot. Hätte so gerne. Ich habe ihn vorher schon getroffen, aber was den Schaman? Ja, natürlich. So, der ist hin. Vorsicht, da kommt noch einer hoch. Brandy.
Knüppel. Brandy. Endlich kommt sie mal in Form. Ich dachte nur, dass sie da nichts mehr wird. Noch ein Brandy. Okay. Noch einer mit dem Knüppel, aber Stern. Und cool. Wo, wie weit war das Portal gleich wieder weg? Ja. 2.500 Kilometer. Gefühlt. Alles klar, da ist der Stern. Sieht man aber ganz gut, die Jungs mit dem Stern. Die mit dem Knüppel hauen einem jedes Mal den Schild weg, ja? Ja. Ist so nervig. Alle guten Dinge sind 10. Echt? Das ist dein 10. Tod gewesen? Gefühlt. Oder dein 9. Gefühlt. Nee, du bist noch keine 9. gestorben. Ja, ich kann jetzt leider nicht mal eine richtige Abmoderation machen, weil ich gerade komplett... Vor allem zum Folgenende bin ich einfach tot. Ja, naja, immerhin. Cliffhanger. Mal sehen, ob sie wieder zum Leben erwacht. Vor allem, wie lange sie lebt. Also ich werde wahrscheinlich gleich sterben. Nehme ich jetzt mal schwer an. Ob das der Fall ist oder nicht, werdet ihr nicht sehen. Es sei denn, ihr guckt euch nachträglich den Speed an. Deine Sachen sind mir sowas von egal. Ja, danke. Ich will überleben, was nicht der Fall ist. So ein Heiltrank ist auch nicht eine Lösung, oder? Ich kann doch gerade keinen nehmen. Jetzt kann ich erst. Und selbst das ist schon sehr gefährlich. Mehr als gefährlich. Grenzwertig, nicht gefährlich, sondern grenzwertig. Hä? Okay. Okay. Ach, rutsch mir den Bogen runter. Die Logik verstehe ich jetzt nicht ganz, aber passt schon. Jetzt reicht aber, mein Freund. Bist du da hinten gerade? Schön, dass du hier Sachen läuft. Ja, was soll ich denn machen? Lauf hin, da hinten ist sie. Wo ist sie dir? Ja, ja. Ach, schade, ich dachte, er läuft wirklich. So, ich bin ausgelacht hier, mein Freund. Bergauf ist nervig, komm mal runter da. Komm mal hier drüben her, hier ist besser. Jetzt könnte ich dir helfen. Echt? Jetzt, wo ich deine Hilfe noch brauche. Wow. Das war mal ein Talflug. So, damit machen wir uns vom Acker für diese Folge. Wir werden aber dann das Dorf in der nächsten Folge weitermachen. Ihr werdet also nichts verpassen. Das heißt, ich nicht stehen. Es sei denn, ihr wollt es verpassen. Das ist dann eure Entscheidung. Wir hoffen, ihr habt wieder Spaß. Wenn es so ist, wisst ihr, was ihr machen könnt. Schreibt uns mal was in die Kommentare. Liked die Folge, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.